Thank you.
Dazu lud uns gerade Laura Schlapper an der Orgel ein. Mit der Fuge D-Dur von Johann Sebastian Bach, Bachwerkverzeichnis 532. Laura Schlapper stammt aus Cuxhaven-Altenburg. Sie ist 20 Jahre alt und seit 1918 studiert sie an der Hochschule für Musik in Detmold Kirchenmusik und Klavier. Nach dem ersten Preis von Jugendmusiziert errang sie auch die ersten Preise der internationalen Orgelwettbewerbe London Orgel Competition und Northern Ireland International Orgel Competition. In diesem sehr musikalischen Gottesdienst möchte Laura Schlapper auf unserer Orgel uns motivieren, einzustimmen: Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. So wie es Johann Sebastian Bach über seine Werke schrieb. Laura Schlapper drückt das eher so aus: An der Orgel die Kirche zu rocken, das ist für mich zum Niederknien. Zusammen mit ihr, Gott anbeten, möchten wir heute hier in der Martinskirche, zusammen mit Beata Schlapper beim Registrieren der Orgel, Lektorin Margitta Jokschisch-Schober, Stefan Kirchhoff an der Technik, Pastorin Maike Sellmeier und ich, Pastor Stefan Bischof. Dazu laden wir auch Sie, euch und dich mit ein. So lasst uns nun diesen Gottesdienst feiern, miteinander im Namen und zur Ehre Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 66 und 67. Jauchzet Gott, alle Länder, Lob singet zur Ehre seines Namens. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe deinem Namen. Kommt her und sieht an die Werke Gottes, er so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Lobet ihr Völker unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen. Der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Angesicht leuchten. Dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott, und alle Welt habe Ehrfurcht vor ihm. Ehre sei Gott in der Höhe. Thank you.
stumm bleiben, sondern einstimmen in die Lobeshymnen auf dich. Jedes Jahr erweckst du unsere Natur zu neuem Leben. So mache auch unsere Seelen lebendig, schenke uns neues Leben. Überwinde in uns, was längst resigniert hat und wie abgestorben ist. Schenke uns durch deinen Geist den Mut, dir zu glauben und uns dir anzuvertrauen. Lass uns schon jetzt geistlich auferstehen und mit Jesus leben, bis in Ewigkeit. Amen. Wenn Christen von Jesus und seiner Auferstehung reden, irritiert das oft ihre Gesprächspartner. Das war von Anfang an so, in Jerusalem genauso wie in Athen. Davon hören wir heute aus der Apostelgeschichte Kapitel 17. Seine Begleiter brachten Paulus bis nach Athen, dann kehrten sie zurück. In Athen wartete Paulus auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Wenige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten: Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten: Anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von seiner Auferstehung. Weiter zu erzählen.
aus, trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, verehrt ihr die Götter in jeder Hinsicht sehr. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Es ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen soll und in welchen Grenzen es lebt. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir, bewegen uns und sind wir. Oder, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind doch nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus. Andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Samaris und noch einige andere. Liebe Gemeinde, Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise. In Athen muss er einige Tage auf seine beiden Mitarbeiter Silas und Timotheus warten. Dabei sieht er, wie viele Tempel und bunte Götterstatuen es in dieser Stadt gibt. Darüber gerät er in Rage, denn wie bei Jesus und den Händlern im Tempel von Jerusalem packt ihn der Zorn. Wie viele Geschäfte machen Menschen doch bis heute mit der Sehnsucht nach Gott, nach einem erfüllten, sinnvollen Leben. Da kann Paulus nicht anders, als über den Gott zu reden, der ganz anders ist, als wir ihn uns oft vorstellen und ihn uns manches Mal zurechtbasteln. Das erregt schnell Aufsehen. Kritiker und Interessierte werden hellhörig. Sie widersprechen Paulus
und laden ihn dann ein, vor dem Areopag über seinen Glauben zu reden. Vor allem über seinen Gott, von ihm zu erzählen. Als oberstes Gericht war der Areopag auch für Religionsfragen zuständig. So stand Paulus vor dem Areopag in Athen, wie Jesus vor dem Hohen Rat in Jerusalem. Paulus spricht dort sehr einfühlsam, gewinnend. Er knüpft wertschätzend an bei dem, was er beobachtet hat. Den Glauben der Menschen in Athen und ihre Religion macht er ihnen nicht madig und schlecht. Stattdessen erinnert Paulus sie an ihren Altar für einen unbekannten Gott, an ihre Ahnung, die sie bereits von diesem Gott haben. Tempel und Gottesdienste sollten ja das Wohlergehen absichern. Sie waren gewissermaßen wie Banken und wie Versicherungen für uns heute. In sie zahlten Menschen viel Geld ein, um sich vor schlechten Zeiten und vor Unglück im Leben zu schützen. Um sogar das Restrisiko des Lebens abzudecken, verehrten die Athener auch einen unbekannten Gott zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen, wen man vielleicht übersehen hat und wer einem das dann übel nimmt und heimzahlt. Wie sieht das bei uns aus? Wie versichere ich mich? Wie sichere ich mein Leben ab? Ist Gott für mich da vielleicht auch so eine Absicherung gegen Unglück und schwere Zeiten im Leben? Zerbricht mein Vertrauen zu ihm, wenn es hart und knüppeldick kommt, wenn ich mich völlig ungerecht behandelt fühle? Vom einen Gott, der den Menschen in Athen noch unbekannt ist, erzählt Paulus ihnen. Von ihm stammt alles Leben. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Keinem von uns ist Gott fern. Durch ihn leben, weben und sind wir, hat Martin Luther übersetzt. Weil alles durch Gott existiert, braucht der keine Tempel, um darin zu wohnen. Gott, der die Welt geschaffen hat, ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Solche Gedanken und solch eine Kritik an Tempeln und an einem Missbrauch von Religionen haben die Athener schon von ihren Philosophen gehört. Auf sie beruft Paulus sich hier auch. Doch dann wird Paulus revolutionär. Was er nun sagt, irritiert und verärgert seine Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie bewirkt viel Widerspruch. Denn als er auf Jesus zu sprechen kommt, scheiden sich die Geister. Seine Kreuzigung, seine Auferstehung und seine alles entscheidende Rolle bei Gott, wenn er für Gerechtigkeit sorgt, werden zum Stein des Anstoßes. Das verärgert viele. Bis heute. Ein Gott, der seinen geliebten Sohn nicht vor dem Schlimmsten bewahrt. Ein Retter, der wie ein Versager und Geächteter am Kreuz endet. Eine Rehabilitation durch seine Auferweckung gegen alle Erfahrung, Vernunft und Philosophie. An Jesus scheiden sich leider immer wieder die Geister. Bei aller Liebe, mit der wir von ihm reden und mit anderen über ihn ins Gespräch zu kommen versuchen, erleben wir immer wieder, dass wir an Grenzen stoßen, was einfach nicht in unseren Kopf hineingeht. Das erlebte Paulus damals. Darum schrieb er an die Christen in Korinth: Juden fordern Wunder und Griechen fragen nach Weisheit, aber wir predigen den gekreuzigten Christus. Juden ein Ärgernis und Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. So ist es bis heute geblieben.
Für jede und jeden von uns bleibt darum die Frage, was bedeutet dieser Jesus für mich, in dem sich Gott auf einmalige Weise gezeigt hat? Lasse ich mich durch ihn befreien von anderen Autoritäten und Mächten, die mich gefangen nehmen? Sind sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung für mich ein Ärgernis, eine Riesentorheit? Oder erlebe ich dadurch Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Wenn Gott uns das durch seinen Geist schenkt, kann ein Osterlied aus Tansania zu unserer persönlichen Antwort auf diese Fragen werden. Amen. Das Spendenkonto sehen Sie eingeblendet.
Und nun lasst uns miteinander Fürbitte halten für uns und andere. Himmlischer Vater, Herr der ganzen Welt. Auf dem Areopag in Athen entschieden die Politiker über die Zukunft ihres Landes. Darum bitten wir dich auch heute um Weisheit für unsere Bundeskanzlerin, Ministerpräsidenten und alle Verantwortlichen in den Parlamenten. Gib ihnen die Weisheit, Umsicht und den Mut, den sie für ihre Entscheidungen, Gesetze und Verordnungen brauchen. Segne ihre Anstrengungen gegen die weitere Ausbreitung vom Coronavirus. Sei allen spürbar nahe, die jetzt so sehr leiden, die schwer krank sind, mutlos, ratlos, wütend, verzweifelt und die nicht mehr ein noch auswissen. Lass sie in dir die Kraft finden, die sie jetzt brauchen. Schenke ihnen neuen Mut, neue Freude und Zuversicht. Lass uns so offen und einfühlsam und mutig mit anderen ins Gespräch kommen, wie es Paulus uns vorgemacht hat. Auf das eingehen, was ihnen vertraut und wichtig ist. Hilf uns dabei aber auch, dass wir nicht verschämt verschweigen, wie wichtig du für uns bist. Du siehst, wo wir in unserem Engagement auf ähnlich geringe Resonanz stoßen wie Paulus. Lass uns dadurch nicht mutlos werden. Segne Einzelne genauso wie damals Dionysius, Damaris und einige andere in Athen. Was wir noch auf dem Herzen haben, sagen wir dir jetzt im Stillen. Gemeinsam beten wir weiter, wie Jesus uns dazu ermutigte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht mit Gottes Segen und in seinem Frieden euren weiteren Weg. Möge Jesus Christus dir im Glauben an ihn einen neuen Frühling schenken. Er lasse deine Freude, Hoffnung und Zuversicht neu aufnehmen und erblühen. Aus der Dürrezeit dieser Pandemie lasse seinen Geist etwas ganz Neues wachsen. So segne und behüte dich der Herr. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf.